Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Das nächste Spiel, hier geht es um, ja, ich denke, es wird ein Zweitagesspiel werden. Wir schauen uns mal ein bisschen Seven Days to Die an. Das werden die wenigsten von euch wissen. Seven Days to Die war das erste Spiel oder das erste Video, das ich auf dem Kanal hochgeladen habe. Ich glaube, ich habe damals eine Serie gemacht von 6 oder 10 Videos. Irgendwas in dem Bereich. Macht euch keine Mühe danach zu suchen. Die Qualität war so grottenschlecht, dass ich die schon vor über einem Jahr alle gelöscht habe. Aber das hier war das erste Spiel, das ich auf dem Kanal überhaupt gezeigt habe. Und ich glaube, vor etwa einem Jahr, vielleicht sogar im letzten Adventskalender, habe ich das auch schon mal gezeigt. Das heißt, Seven Days to Die begleitet den Kanal eigentlich von Anfang an und noch ein bisschen darüber hinaus. Und ich schätze, das Spiel wird es auch noch geben, wenn es den Kanal nicht mehr gibt. Was einen irgendwie ein bisschen traurig macht. Auf der anderen Seite genießen wir es, solange wir können. Warum zeige ich das jetzt? Ihr seht hier oben Alpha 17 B221. Was hat es damit auf sich? Seven Days to Die ist immer noch in der Alpha. Das ist es schon seit sehr vielen Jahren. Aber an der Alpha wird immer noch gearbeitet. Auch wenn die letzte das letzte Update jetzt quasi ein Jahr gedauert hat oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Wir haben jetzt also sehr lange in der Alpha 16 gespielt und das ist auch noch immer die aktuelle Spielversion. Die Alpha 17 ist ein experimenteller Patch, an dem, naja, noch experimentiert wird. Da schrauben die Entwickler dran, um noch die letzten Fehler rauszumachen. Da gibt es dann auch viele Spieländerungen, viel neues Zeug. Die Hauptänderung allerdings ist an der Game Engine selbst gemacht. Das Spiel wurde in Unity programmiert. Und Unity hat jetzt im Laufe dieses Jahres ein größeres Update gemacht. Ich glaube, die sind von Unity 4 auf Unity 5 oder so. Und da wurde die komplette Physik-Engine umgebastelt. Und es gab so wahnsinnig viele Veränderungen, dass die Entwickler von Seven Days to Die gesagt haben, die Alpha 17 noch in dem alten Unity zu schreiben, lohnt sich einfach nicht mehr. Wir warten, bis Unity fertig ist mit den Änderungen und dann bringen wir die Alpha 17 mit der neuen Game Engine raus. Einfach, weil sie zukunftssicherer ist und die neue Game Engine es den Programmierern ermöglicht, viel neues Zeug zu machen. Dementsprechend hat die Alpha 17 jetzt wahnsinnig lange gedauert. Gleichzeitig gibt es Seven Days to Die auch für Konsolen. Das macht zwar eine andere Firma, die Konsolenportierung, die hinken ein paar Patches hinterher, aber die haben auch gesagt, ja, wenn es jetzt eine neue Game Engine gibt, dann machen wir das auch alles direkt mit der neuen Game Engine und deshalb hat sich das dort auch ewig lang verzögert. In der ersten Episode will ich euch ein bisschen die Grundlagen des Spiels zeigen und wenn alles klappt, seht ihr morgen im zweiten Video dann einen etwas weiter fortgeschrittenen Spielstand. Ich plane dann eine Horden, eine Blutnacht zu zeigen. Seven Days to Die, natürlich Survival-Horror-Horde. Das seht ihr hier schon, da geht es also ums Überleben. Wir kämpfen gegen Zombies. Alle 7 Tage gibt es ein Ereignis, das heißt Blutnacht. Da ist der Himmel ziemlich rot. Und da spawnen die ganze Nacht über Zombies, die auf einen zugerannt kommen. Ich schlage vor, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Das nennen wir einfach mal Advent. Wir machen eine zufällige Welt. World Seed. Dann nehmen wir einfach Adventskalender. Sollte klappen. Maximale Größe. Erstmal nur für Freunde. Mal sehen, vielleicht kommt irgendjemand. Ein zufälliges Passwort, auf das ich auch keine Chance habe, Leute da noch reinzuholen. So, wir lassen es erstmal auf Standard, die Schwierigkeit. Hintergrund dazu, in der Alpha 17 wurde der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zur Alpha 16 ganz abartig angehoben. Was da alles geändert wurde, erkläre ich euch am besten im Laufe des Spiels, aber glaubt mir einfach, dass das jetzt lange nicht mehr so locker ist, wie das früher mal war. 24 Stunden, das gibt natürlich Tag- und Nachtzyklus, 60 Minuten, kann man natürlich auch ein bisschen individuell einstellen. Wir lassen es aber einfach mal, dass ein Ingame-Tag eine Spielstunde ist. Tag-Nacht-Zyklus, 18 Stunden des Tages sind heller Sonnenschein
Und die restlichen 6 Stunden finden wir die Hand vor der eigenen Nase nicht mehr. Wie schnell sind die Zombies am Tag? Laufen, joggen, rennen, sprinten und alter Schlappen. Nein, wir lassen sie auf Laufen tagsüber. Das reicht mir schon. Und nachts reicht es, wenn sie sprinten, und die Ferals, die sprinten auch tagsüber. Das lassen wir so. Wie sieht's in der Blutnacht aus? Ich glaube, das lassen wir auch erstmal noch sprinten. Ich mache das jetzt nicht als Let's Play, um zu zeigen, wer das größte Gehänge hat, sondern ich will einfach nur das Spiel ein bisschen zeigen. Und das kann ich einfach ganz, ganz furchtbar schlecht, wenn ich jede Sekunde um mein Leben bangen muss. Und dementsprechend lassen wir das alles mal so. Das ist fair, das ist okay. Loot respawn alle 10 Tage. Soweit werden wir es eh nicht spielen im Adventskalender, also passt das. Wir werfen nichts ab, wenn wir das Spiel verlassen. Das wäre ja noch schöner. 16 Gegner in der Blutnacht. Das ist schon stärker als normal. Im Normalfall kommen 8. Wir machen für die Blutnacht ein paar mehr. Ja, wir wollen, dass Gegner spawnen. Die Frage sollte man vielleicht ein bisschen weiter nach vorne packen. Zum Beispiel bei Basic. Willst du überhaupt, dass Gegner da sind? Ja, machen wir. Airdrops, da werfen Flugzeuge dann alle paar Tage Versorgungsgüter ab. Die nehmen wir auch mal mit. Cheat Mode machen wir off. Wir wollen nicht mogeln. Aber damit wir es ein bisschen leichter haben, wenn die Sachen abgeworfen werden, dass wir die auch auf der Karte finden. Multiplayer. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. So, da sind wir. Hat jetzt ungefähr 5-6 Minuten gedauert, bis diese riesige Spielwelt komplett erstellt war. Aber jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Da gibt es ein paar Überlebenstipps am Anfang und wir werden mit dem Quest-System vertraut gemacht. Wir kriegen dann auch gleich die erste Quest. Da ist er schon. Und wir können uns hier mal ein bisschen in der Welt umsehen. Wow. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Ruinen. Das sieht fast so aus, als hätten wir eine verlassene Stadt in der Nähe. Das da vorne könnte ein Händler sein. Das könnte aber auch einfach nur eine Befestigung sein. Jetzt würde ich vorschlagen, ich sehe schon, die Wasserphysik ist viel besser geworden. Ein paar Bugs gibt es selbstverständlich. Es ist schließlich noch ein experimenteller Patch. Und den Entwicklern sind die meisten Bugs auch bewusst. Bis das alles stabil wird, gepatcht wird, sollten diese Geschichten dann auch erledigt sein. Ich bin aber absichtlich in den experimentellen Patch gegangen, weil es hier natürlich unheimlich viel neues Zeug zu entdecken gibt. Und es jetzt einfach keinen Sinn mehr macht, noch die Alpha 16 vorzustellen. Erstens habe ich das letztes Jahr schon gemacht und zum anderen wird die wohl nicht mehr sehr lange halten. Die Entwickler patchen jede Woche an der experimentellen Geschichte rum und ich schätze, dass das spätestens Mitte Januar stabil ist. Okay. Warum stelle ich das jetzt im Adventskalender vor? Liegt ganz einfach daran, dass es gewünscht wurde. Auf dem Discord-Server habe ich gefragt, als Nachfolger von Jurassic World, was wird denn das nächste Let's Play? Habe ein paar Sachen als Möglichkeiten vorgestellt und 7 Days to Die wurde gewünscht, dass ich das ein bisschen zeige im Adventskalender. Und dementsprechend komme ich dem natürlich sehr gerne nach, wenn ich das kann. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Gras gezupft. Und ihr seht unten rechts, es gibt auch eine Menge Erfahrung, wenn man das macht. 10 Erfahrungen pro Gras, das summiert sich im Laufe der Zeit. Ihr seht unten unseren Werkzeuggürtel, da hängt ein bisschen Ausrüstung drauf und oberhalb davon seht ihr einen blauen Balken, das ist unser Erfahrungsbalken, wenn der voll ist, steigen wir ein Level auf. So, wir haben hier unser Crafting-Fenster. Magazin, Boom, Headshot. Warum nicht? Und schon haben wir was Neues gelernt. So, wir bauen einmal so einen Schlafsack, das dauert jetzt ein paar Sekunden, aber den brauchen wir für die Mission. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns da mal hier drüben ein bisschen um.
Ich will heute in der Episode auf jeden Fall das Skillsystem ein bisschen zeigen. Das heißt, da brauchen wir ein paar Fähigkeitspunkte, die wir vergeben können. Dann möchte ich den Händler zeigen. Das Questsystem möchte ich ein bisschen zeigen. Besonders da an dem Händler einiges rumgepatcht wurde seit dem letzten experimentellen Update. Das ist Blei. Das würde sich fast lohnen, dass man hier gräbt. Wir sind bei plus 47. Das ist gar nicht so schlecht. Hier hätten wir ein Feld. Und da finden wir Mais. Nur leider können wir es nicht abbauen. Wir wissen zwar, dass das hier eine Maispflanze ist, aber uns fehlt leider noch eine Fähigkeit, um damit was machen zu können. Und zwar hier drüben bei Intelligenz. Da gab es mal was. Oder wurde das zusammengelegt? Ich habe in den Patch Notes gelesen, dass da ein bisschen was zusammengelegt wurde. Mit einigen Fähigkeiten. In der Alpha 16 gab es das im Prinzip nicht, dass man so einen spezialisierten Charakter, sage ich mal, machen kann. Man hatte ein paar Skills, die man quasi dringend gebraucht hat. Und ohne die war man mehr oder weniger aufgeschmissen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Multiplayer wird jetzt auf jeden Fall deutlich mehr belohnt als früher. Und man kann wirklich sagen, man spielt einen Sanitäter und ist dann derjenige, der zum Beispiel hier drüben Medikamente und so weiter leichter herstellen kann. Man könnte sagen, man spielt einen Koch und ist dann derjenige in der Basis oder in der Gruppe, der die Nahrungsmittel zubereitet. Und das erspart einem ganz einfach eine ganze Menge Level, die man in andere Dinge dann reinmachen kann. Hier oben haben wir so Einflussgeschichten. Da kann man dann bessere Preise rausholen beim Händler oder mit charismatischer Natur kann man seine Gruppe im Prinzip buffen, indem man in der Nähe ist und solche Geschichten. Also das Gruppenspiel wird seit der Alpha 17 auf jeden Fall deutlich mehr belohnt, was ich sehr begrüße. Ich bin ein großer Freund von Multiplayer-Spielen miteinander, nicht gegeneinander, wie ihr wisst. Und da wir Seven Days to Die regelmäßig spielen, eigentlich, also wenn es geht, immer Dienstagabends, da haben wir so eine kleine Gruppe aufgebaut. Im Prinzip alle sind Abonnenten, Freunde aus dem echten Leben, Arbeitskollegen. Da läuft also richtig was. Und ich hatte mir überlegt, einen Spieleserver zu mieten. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, das einen 7 Day to Die Spieleserver zu machen, wo dann mehr Leute Zugriff kriegen. Man muss dann natürlich nicht mit 30 Leuten unterwegs sein und jeder bastelt an der gleichen Basis, dann tritt man sich auf die Füße. Das muss ja auch nicht sein. Also man könnte da auch im Prinzip mehrere Gruppen machen, die vielleicht auch mal gegeneinander spielen. Da gäbe es also jede Menge Möglichkeiten. So, ich bastel nebenbei einfach noch weiter an unseren Missionsgeschichten hier, an den Quests. Ihr seht hier das Inventar, da sind einige Blöcke ein bisschen grauer und da seht ihr den Packesel hier. Die können wir benutzen, aber je mehr wir davon benutzen, desto langsamer laufen wir. Wir sind dann einfach überladen und je mehr dieser überladen Felder wir benutzen, desto langsamer sind wir im Laufe der Zeit, ganz einfach. So, lass mal gucken. Wir bauen mal das und das und das. Das wäre nicht schlecht. Und das können wir gleich bauen, wenn das hier frei ist. So, im Moment geht es erstmal darum, dass wir die alle herstellen. Das Ding sammeln wir wieder ein. Das ist ein sogenannter Point of Interest. Das sind einfach Gebäude und Dinge, die von den Entwicklern vorgebaut sind. Und in denen geht meistens ziemlich die Luzi ab, da drin findet man praktisch immer irgendwelche Zombies. Und wir sind überladen. Sehr gut, das ging ja sehr schnell. Das ging verdammt schnell. So, wenn man das zerlegt, bekommt man Ressourcen, in dem Fall Blei.
Man bekommt 25% weniger, als wenn man das zum Beispiel einschmelzen würde. Aber im Moment habe ich es nicht sonderlich eilig damit, hier die Ressourcen auf die effektivst mögliche Art und Weise zu sammeln. Dementsprechend ist das für mich völlig in Ordnung, die Sachen am Anfang einfach mal so zu zerlegen. Diesen vorgefertigten Punkt hier kenne ich noch nicht. Das könnte noch interessant werden. Wir brauchen Keule. Nehmen wir mit. Im Spiel selbst kann man die Sprache auch auswählen. Also man kann das auch alles auf Deutsch spielen. Nur jetzt im experimentellen Patch lohnt es sich nicht, die Übersetzung jede Woche neu zu machen. Dementsprechend ist der experimentelle Patch auf Englisch. Hier hätten wir einen relativ sicheren Eingang, abgesehen von diesem einen Zombie. Aber das passt. Wir haben schließlich jetzt noch eine Mission. Wir sollen einen Bogen herstellen und mit Pfeil und Bogen kriegen wir den Zombie da raus. Jetzt erstmal dieses hier. Und dann brauchen wir noch Steine. Das ist eine Wildsau. Die würde ich eigentlich auch ganz gerne erledigen. So, kleine Steine kann man entweder so sammeln. Das dauert aber ewig. Das ist Erde. Das lohnt sich nicht. Aber wir haben jetzt einen kleinen Stein. Wir können mit Sicherheit Nein, denn dafür brauchen wir 5. Na, fantastisch. Das gibt zwar auch Stein, dauert aber ewig. Also, hier haben wir Stein. Und ein bisschen Eisen und ein bisschen Blei. Und keine Puste mehr. Ich hatte ganz vergessen, wie lästig das ist mit einem Startcharakter, der praktisch nichts kann. Wenn man vorher einen Charakter hatte, der schon an die Level 100 angekratzt ist und mit den größten Werkzeugen im Spiel beliebig oft auf irgendwas draufhauen konnte, ohne Ausdauer zu verlieren, dann ist das zu Beginn des Spiels natürlich erstmal eine Riesenumstellung. Auf der anderen Seite ist das Spiel mit so einem neuen Charakter natürlich auch viel interessanter. Es ist herausfordernder, wenn man schon alles quasi zur Verfügung hat. Ich dachte, ich hätte einen Zombie gehört. Wenn man schon alles zur Verfügung hat, ist das, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber man hat nicht mehr so das Gefühl für Lebensgefahr. Aber wie ich gesagt habe, die Entwickler haben den Schwierigkeitsgrad enorm hochgeschraubt. Den brauchen wir nicht, den schmeißen wir mal raus. Das nehmen wir mal auf den Gürtel. Mit Kohle und Nitrat können wir später Schwarzpulver herstellen. Das wäre an sich gar nicht so blöd. Das Ei ist jetzt nicht wirklich wichtig. Aber so sind wir wenigstens nicht mehr überladen. So, wir haben schon einige Pfeile. Dann würde ich vorschlagen, wir laden einmal den Bogen. Und schauen mal zu, dass wir unserer Zombie-Freundin da unten, einen kleinen Besuch abstatten. Ihr seht jetzt auf der linken Seite diesen gelben Balken. Das ist effektiv die Sichtbarkeit. Tagsüber sind wir natürlich mehr sichtbar als nachts. Wir sind gerade in den Schatten. Da sind wir weniger sichtbar, als wenn wir da mittendrin stehen. Da geht auch Lautstärke mit rein. Wenn wir also später Schwarzpulverwaffen haben, Schusswaffen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, Schrotflinten, irgendwas in dem Bereich, da gibt es alles Mögliche. Und wir schießen damit, dann hören uns die Zombies natürlich ewig weit, dann brauchen wir auch nicht zu schleichen. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Entweder ist sie vor Langeweile woanders hingegangen,
Oder sie patrouilliert. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Da links steht ein Zombiehund. Wenn die einen beißen, wird man leicht infiziert. Ich habe jetzt noch keine Möglichkeit, eine Infektion zu heilen. Alles in allem. Alles in allem ist das gerade richtig schlecht. Ich brauche noch Holz. Warum hat er den Bogen nicht registriert? Das ist nicht nett. Ich habe extra gewartet mit dem Bogen, bis ich die Quest hatte. Na, kein Problem. Ich meine, wir haben die Axt. Hier stehen diese kleinen Bäume. Die kann man sehr leicht umhauen und kriegt dafür vergleichsweise viel Holz. Wenn ich auf der anderen Seite so einen großen Baum hier angehe, der hat 1200 Life, da haue ich mit der Steinaxt einen halben Tag drauf rum. Ich kriege natürlich auch viel mehr Holz und Erfahrung, aber das steht irgendwie halt in keinem Verhältnis. So, das hier reparieren wir. Den bauen wir. Na also, jetzt hat es registriert. Jetzt läuft das auch. Wir nehmen mal die Fackel in den Gürtel. Wir brauchen immer noch eine Menge Holz. Na toll. Die kleinen Bäume zu fällen lohnt sich nicht wirklich. Wir brauchen einfach viel mehr Schläge und kriegen auch nicht so viel mehr Holz. Wildsau? Erschreckt mich nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir die kaputt kriegen, ist da eine Menge Fleisch für uns drin. Wir müssen uns natürlich auch um Nahrung Gedanken machen. Nahrung sehen wir hier drüben. 86% und Wasser auch 86%. Das heißt, wir müssen uns irgendwann Gedanken darüber machen, nicht zu verhungern, nicht zu verdursten. Da wir im Moment noch keine landwirtschaftlichen Fähigkeiten haben, das heißt, das Getreide, also den Mais da oben, den können wir nicht einsammeln, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir den Charakter sonst so am Leben halten. Wir haben hier so eine eiserne Ration Chili. Das hat aber eben Nachteile. Wir werden durstig, weil das ja scharfes Essen ist. Wir haben Wasser, aber das halt jetzt auch nicht so wahnsinnig, oder stellt nicht so wahnsinnig viel wieder her. Dementsprechend müssen wir da schon ein bisschen ein Auge drauf haben. So, davon bauen wir 3 Stück für die Mission. Läuft. Oh, aufwerten sollen wir sie auch noch. Passt. Außerdem könnten wir Knochen kriegen von der Wildsau. Das hätte den enormen Vorteil, dass wir ein Knochenmesser herstellen können. Die sind inzwischen relativ wertvoll, da man Zombies nicht mehr zerlegen kann, um an deren Knochen zu kommen. Also gut, probieren wir uns mal mit einer Wildsau anzulegen. Wow. Jetzt, du weichst immer dann aus, wenn ich gerade schießen will. So, die Pfeile, die wir einsammeln können, sammeln wir ein. Also. Da kriegen wir Leder, da kriegen wir Fleisch, da kriegen wir Knochen, Tierfett. Alles wichtiges Zeug. Wir können jetzt zum Beispiel aus den Knochen ein Knochenmesser herstellen. Das ist dann auch schon mal eine scharfe Waffe. Die hilft uns, Tiere leichter zu zerlegen. Das geht dann schneller und wir kriegen mehr Ressourcen raus.
Wir können daraus später in einer Alchemiestation Klebstoff herstellen. Dafür brauchen wir die Knochen. Und trübes Wasser. Trübes Wasser finden wir quasi an jedem See, an jedem Fluss. In jeder Toilette. Wir können aber auch am Lagerfeuer Klebstoff herstellen. Dafür brauchen wir dann einfach mehr Knochen. Der Unterschied ist, hier brauchen wir zwei Knochen und trübes Wasser. Hier schaffen wir es mit einem. Das heißt, da die Knochen inzwischen eine relativ seltene Ressource sind, nicht mehr so wie bei der Alpha 16, lohnt sich die Alchemiestation durchaus. Und wir können aus verrottetem Fleisch, einem großen Knochen, Tierfett, Farbe und einer Dose fertig Nahrung herstellen. Dinge, die ich nicht essen will. Gut, nächste Quest. Wir sollen zu einer Siedlung reisen. Lass mal gucken. Es geht sich um diese Richtung hier. Das ist ja sonst wo. Wäre aber schon nützlich, weil dann hätten wir die Mission abgeschlossen und dann kann ich euch da noch ein paar andere Sachen zeigen. Das heißt, ich unterbreche die Aufnahme einfach mal kurz und wir sehen uns, wenn wir bei der Siedlung sind und die letzte Quest hier abgeschlossen haben. So, da bin ich schon wieder. Bin jetzt die ganze Zeit gelaufen. Ihr seht oben am Kompass auch Tag 2. Diese 3 Kilometer habe ich an dem Tag gar nicht mehr geschafft. Das heißt, ich habe die Nacht in den Wäldern verbracht. Habe mich ein bisschen versteckt, damit die Zombies mich nicht finden. Irgendwie muss man ja am Anfang durchkommen. Denn nachts sprinten die Zombies. Da kann man nicht wirklich vor denen flüchten. Die haben effektiv unendlich viel Ausdauer. Man selbst hat das nicht. Und dementsprechend dauert das nicht lange und die haben einen eingeholt. Inventar habe ich ein bisschen sauber gemacht. Das mit den Holzrahmengeschichten kommt noch von der letzten Nacht. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt nur noch 200 Meter weg vom Händler. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich den Händler erreichen und können da ein bisschen Zeug loswerden. Das da hinten sieht nach einer wandernden Horde aus. Hier im Zeltlager stehen auch ein paar Zombies rum. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber hier haben wir eine Alchemiestation, die wir benutzen könnten. Ja, nicht schlecht. Wenn wir das richtige Zeug hätten, könnten wir Antibiotika herstellen. Dann wäre das nicht so schlimm, wenn wir von einem Zombie getroffen werden. Den Ort muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Da ist tatsächlich eine drin. Na toll. Wie groß war denn bitte die Wahrscheinlichkeit? Oh. War klar, dass sie nicht unten bleibt. Die Zombies halten deutlich mehr aus als das. Jetzt müsste sie zu Boden. Und fertig. Also. So, plündern kann man die nicht mehr. Das ging früher mal. Da hatten die zum Teil auch richtig tolles Zeug dabei. Wenn ich die jetzt zerlegen will, ihr seht, die halten viel zu viel aus und ich krieg nichts dafür. Keine Chance, die Zombies zu zerlegen. Was ich hier allerdings rauskriege, ist relativ viel Stoff. Und das kann ich dem Händler geben. Und davon habe ich dann gleich was. Ich würde es nur bevorzugen, wenn der Zombie da drüben nicht auch noch losgeht. So, Zombie hier hat nichts fallen lassen. Wenn die Beute dabei haben, das passiert inzwischen ziemlich selten, dann ist da ein kleiner Rucksack, wo diese Beute drin ist. Wenn man mehrere Zombies in einem Gebiet erschlägt, dann bleibt auch nur ein Rucksack zurück und das ist halt dann die Beute von allen Zombies in einem gewissen Umkreis drin. Allerdings bleibt dieser Rucksack auch nicht ewig bestehen. Da muss man schon relativ zügig dabei sein. Sonst ist die Beute futsch.
Aber wie gesagt, das passiert inzwischen ziemlich selten. Also Zombies sind jetzt keine Ressource mehr in dem Sinn, sondern tatsächlich einfach nur noch nervige Gegner. Positiv ist allerdings, dass die Erfahrung ein bisschen reduziert wurde im letzten Patch. Das heißt, wenn man jetzt einen Zombie erschlägt, kriegt man nicht mehr so viel Erfahrung wie vorher. Und warum ist das positiv? Ganz einfach, es gibt sowas wie ein Game Stage, diese Geschichte hier. Und die wird mit daran festgemacht, wie viele Gegner man erschlagen hat, wie viel Erfahrungspunkte der Charakter hat, also welches Level der Charakter hat. Und je größer oder je höher diese Game Stage ist, desto heftiger wird die Blutnacht. Da spawnen dann Gegner, die deutlich stärker sind als jetzt die Anfangszombies. Dementsprechend habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn das jetzt ein bisschen langsamer geht mit dem Leveln. Okay, hier sind wir bei einem Händler. Diese ganze Geschichte hier, wie ihr hören könnt, können wir nicht abbauen. Die Händlerniederlassungen sind alle unzerstörbar. Was wir machen können, ist zum Beispiel den Müll durchsuchen und alles, was wir finden würden, könnten wir auch behalten. Der Betonmischer würde funktionieren. Den könnten wir also tatsächlich benutzen, um Dinge herzustellen, die wir bisher ansonsten noch nicht herstellen können. Also da hat man schon gewisse Vorteile. Schade, Stühle kann man sonst eigentlich immer einsammeln. Schauen wir mal hier. Munition. Das ist schon mal nicht so ganz schlecht. Wie gesagt, plündern können wir. Wir können nur nichts zerstören. Die sind alle schon offen. Schade. Geht natürlich auch noch nach oben. Hier hätten wir noch mal eine Alchemiestation. Allerdings ist die zerstört. Die können wir nicht mehr benutzen. Leider. Aber wir hatten hier ein kleines Stück die Straße runter noch eine Chemiestation, die auch funktioniert. Dementsprechend wäre das noch in Ordnung. Die Werkbank funktioniert. Da könnten wir also die Werkbank benutzen. Das ist sehr positiv. Die Schmiede ist leider zerstört. Schade, beim letzten Mal hatte ich in einer zerstörten Schmiede, ich sage schon zwei Patches her, Stahl. Das ist natürlich dann deutlich geschickter. Okay, reden wir mal kurz mit dem Händler. Schauen uns das Angebot des Händlers an. Damit schließen wir dann auch die Quest ab. I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. Ja, die sind alle sehr freundlich. Gut, und da haben wir schon eine Neuigkeit zum letzten, zu Alpha 16. Früher hatten die einfach nur ein Inventar und waren Händler. Inzwischen haben die auch noch weitere Quests anzubieten. Das heißt, wenn wir dann wollen, können wir für die Botengänge machen oder Zombies erledigen oder vergrabene Geschichten ausgraben und denen bringen. Und dafür belohnen die uns. Die schenken uns dann Items, dafür kriegen wir eine Menge Erfahrung und dafür kriegen wir Dupes. Dukes ist die Währung. Das hier sind Dukes. Casino-Spielsteine, wenn man so will. Und man sieht hier, wenn wir zum Beispiel eine Schrotflinte kaufen wollen, kostet die 480 Dukes mit der Mindestqualität. Also 1 ist die minimale Qualität. 5 ist schon deutlich besser. Und so hat alles im Spiel gewisse Preise bei den Händlern. Man kann hier natürlich auch sortieren. Jagdmesser, Machete. Und die Sachen werden irgendwann auch relativ teuer, wie ihr sehen könnt. Raketenmunition, da kostet jeder Schuss 500. Da weint man dann schon mal eine Weile, wenn man das einfach so aus Versehen verballert. Vorausgesetzt, man überlebt den Schuss, denn manchmal zielt man vielleicht nicht so prall und dann explodiert man selber. So, was haben wir denn sonst noch? Also, was ich ganz gerne verkaufen würde, wären diese Teile hier. Ihr seht, Verkaufspreis 2. Wir verkaufen jetzt einfach mal alles, dafür kriegen wir 12 Dukes. Und dafür kriegen wir nicht nur 12 Dukes, sondern auch noch 12 Erfahrung. Das heißt, das mit dem Händler ist am Anfang eine relativ tolle Möglichkeit, ein bisschen Zeug zu verkaufen. Vielleicht findet man was Glückliches, was man mitnehmen kann. Ansonsten, alles nimmt er auch nicht. Irgendwann hat er auch genug. 20, 30, 40.000 Stoff oder so auf einen Rutsch geht nicht mehr. Sowas war früher mal möglich. Er hat auch noch die geheimen Geschichten. Da sind dann deutlich bessere Qualitäten drin.
und besondere Dinge, die ansonsten vielleicht nicht so ohne weiteres zu kriegen sind. Nicht schlecht. Modifikation für einen Hammer. Okay. So sieht's aus. Danke, ich hab dich auch ganz arg doll lieb. Und du kannst mich mal gern haben. So, was wir hier natürlich noch haben, sind diese Geschichten hier. Da können Spieler Sachen reinmachen, Preise festlegen und dementsprechend auch untereinander handeln, ohne sich das auf den Boden zu werfen oder so. Das läuft dann über solche Maschinen. Und hier drüben haben wir auch noch weitere Maschinen, die einem Nahrungsmittel und Getränke verkaufen. Für eine gewisse Menge Dukes natürlich. Nichts gibt's geschenkt. Gut, die Quests haben wir erfüllt. Stellt sich die Frage, was machen wir jetzt damit? Relativ weit sind wir gekommen. Das hat, wie gesagt, ewig gedauert. Aber es lohnt sich, denn jetzt, wo die ersten Startquests abgeschlossen sind, kriegt man einige Skillpunkte als Belohnung. Und dann beginnt das Spiel eigentlich erst richtig. Schauen wir mal hier oben. Wir sehen, wir haben 4 Skillpunkte verfügbar. Eigentlich sind es 5. Aber ich habe schon einen ausgegeben. Denn es gibt schließlich Regel Nummer 1, Cardio. Das kommt aus dem Film Zombieland. Da hat der junge Mann ein paar Regeln aufgestellt. Regel Nummer 1, Ausdauer. Wenn du vor den Zombies nicht davonlaufen kannst, stirbst du und fertig. Regel Nummer 2, Double Tap. Das heißt, wenn du einen Zombie erschießt, erschieß ihn nochmal. Sicher ist sicher. Und das erhöht unsere Ausdauerregeneration schon beim Sprinten. Das lässt uns einfach viel weiterkommen und dadurch überleben. Außerdem hat mir das die Reise ein bisschen beschleunigt. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal ganz kurz oberflächlich die ganzen Skills durch, die es hier gibt. Dann habt ihr schon mal eine Möglichkeit, euren eigenen Charakter ein bisschen zu planen oder euch zu überlegen, wie es im Let's Play aussehen könnte, wenn daraus ein Let's Play wird. Und keine Sorge, ich zeige im Video morgen dann ein paar Geschichten, wie ich den Charakter weiterentwickelt habe, was vielleicht einigermaßen wichtig ist und wie wir von hier aus weitergehen. Denn diese Händlerbasis ist zwar unzerstörbar, aber nachts schmeißt er einen einfach raus, dann steht man vor der Tür, kommt nicht mehr rein, ist alles abgeschlossen, da alles unverwundbar ist oder unzerstörbar, kommen wir genauso wenig hier rein wie die Zombies. In einem gewissen Umkreis drumherum können wir nichts bauen. Das heißt, wir können hier auch nicht irgendwie ein Sprungrätsel machen, um wieder reinzukommen. Da haben wir ganz einfach keine Chance. Händler sind nachts tabu, sonst wäre das Spiel zu leicht. So, gehen wir einmal kurz über die Fähigkeiten. Wir fangen hier drüben bei der Intelligenz an. Geht bis Level 10 hoch. Jedes Level kostet einen Punkt. Und effektiv kann man damit schneller craften. Das wird unheimlich nervig, wenn der gleich auf die Wand einhaut. Weil halt laut. Also gut, stellen wir uns mal hier oben hin, dann hören wir ihn vielleicht nicht so sehr. So. Craften wird schneller, Qualität der Items wird besser, Intelligenz wichtig. Alles, was wir hier bei der Intelligenz an den Skillpunkten haben, kriegen wir nicht nur hier mit Vorteile, sondern zum Beispiel auch bei allen Sachen, die drunter stehen, können wir freischalten. Das können wir sofort ab Level 1 freischalten. Das hier unten, dafür brauchen wir Intelligenz Level 3. Erst dann kriegen wir das freigeschalten. Und so geht es immer weiter und weiter. Die 5. Fähigkeit jeweils ist im Normalfall bei Intelligenz 10. Hier oben haben wir die Beeinflussungsgeschichten. Das heißt, Better Barter. Wir können also ein bisschen handeln oder besser beim Verhandeln. Dementsprechend kriegen wir bessere Preise beim Händler. Ihr habt ja gesehen, wie teuer das Zeug werden kann. Und 15% wäre da schon mal ein Riesenschritt. Und wenn das dann später auf 60% geht, das ist dann schon der Wahnsinn. Und ab dem gewissen Level sehen wir bei dem Secret Stash, bei dem besonders guten Zeug, bei den seltenen Gegenständen, Dinge, die ihr vielleicht nicht ins Schaufenster stellt, sondern im Tresor aufbewahrt, sehen wir immer mehr und mehr Items und besseres Zeug, höhere Qualität zum Beispiel. Daring Adventurer, wenn wir diese Quests für den Händler erledigen, kriegen wir
eine zusätzliche Auswahl. Also wenn wir das erledigen, haben wir später zwei oder drei Gegenstände oder Dinge zur Auswahl. Ich glaube Erfahrung, Credits, ein Item. Und wenn wir hier Punkte investieren, kriegen wir zusätzliche Auswahlen, weitere Auswahlen, extra Dukes und dann können wir irgendwann sogar zwei Sachen auswählen. Also über das Quest-System kann man sich da auch einiges zusammenleveln und viele Belohnungen erhalten, die andere erst selber bauen müssten. Und ist ein interessanter Spielstil, kann gut funktionieren. Charismatische Natur habe ich schon ein bisschen angesprochen gehabt. Da geht es darum, dass man die eigene Gruppe, befreundete Spiele in der Umgebung verbessert, einfach nur, weil man in der Nähe ist. Das klingt jetzt erstmal wenig, plus eins Fortitude und Agility, aber wenn wir mal schauen, Fortitude haben wir hier oben, da geht es effektiv darum, dass die maximale Körperkraft erhöht ist und da kriegt man einfach einen Punkt geschenkt, wenn man als Spieler dann in der Nähe ist. Und bei der Agilität kriegt man Stamina-Erhöhung. Einfach einen Punkt, nur weil der Spieler in der Nähe ist. Und das geht dann hinterher bis auf Level 4. Da gibt es dann plus 2 auf alles Mögliche. Und zwischendrin, man macht mehr Blockschaden. Das heißt, Bergbau wird zum Beispiel leichter und schneller möglich. Oder wenn man einen Blutungsschaden hat und gerade keinen Verband zur Hand hat, verblutet man langsamer. Einfach nur, weil ein befreundeter Spieler in der Nähe ist. Kann also für ein Gruppenspiel enorm stark sein. Ja, man hat auch Qualitätsvorteile und Crafting-Vorteile. Dementsprechend sind hier einige seltene Crafting-Geschichten dabei. Hammer und Forge, da geht es darum, dass man besondere Werkzeuge herstellen kann. In dem Fall zum Beispiel eine Schmiede. Und Eisenwerkzeuge, das kann man eigentlich erst mit Intellekt 4 freischalten. Und Intellekt 4, dafür braucht man Spieler Level 20. Dauert also eine Weile, aber wenn man dann soweit ist, kann man eine Schmiede bauen. Das Teil, das wir hier unten beim Händler stehen haben, leider defekt. Und man kann Eisenwerkzeuge und Waffen herstellen. Das ging vorher noch nicht. Ab Level 20 hat man unter Umständen dann die Möglichkeit dazu. Leder- und Eisenrüstung an einer Werkbank. Werkbank haben wir hier unten eine stehen beim Händler. Steelworker, jetzt können wir Stahlgegenstände und Werkzeuge herstellen. Intellekt 8, das ist übel. Dafür brauchen wir Level 60. Ist also eher eine Late-Game-Sache. Und Militärqualität für Stahlrüstung. Also Militärrüstung und Stahlrüstung. Und zwar hängt das zusammen, haben wir hier bei Fortitude, Heavy Armor. Im Prinzip sieht das dann ein bisschen aus wie in den Fallout-Spielen mit der Power-Rüstung. Wenn man so will, Iron Man Mark 1 aus der Höhle. Solche Stahl- oder Eisenplatten kann man sich an seinen Charakter rantackern. Es gibt Kleidungsstücke und es gibt Rüstungsstücke. Kleidung sehen wir hier, haben wir selbst hergestellt. Aus irgendwelchen Gräsern haben wir das zusammengeflochten. Und hier haben wir zum Beispiel Beinpanzerung, Torsopanzerung. Wir können auch noch so eine Gesichtsgeschichte, Gesichtsmaske tragen. Im Normalfall ein Stoffbandana. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es inzwischen auch richtige Gesichtsrüstungen oder Masken gibt. Overcoat kann man da noch drüber ziehen, wenn einem arg kalt ist oder arg heiß ist. Das muss jetzt nicht ein Ledermantel sein, das könnte auch ein Poncho sein oder verschiedene andere Dinge. Und Augen, da gibt es dann auch später Nachtsichtgeräte und ähnliches Zeug. Es gibt inzwischen sogar spezielle Nerdbrillen, die die Craftgeschwindigkeit zu 95% steigern. Das heißt, man kann das mit dem Crafting richtig auf die Spitze treiben, mit Intelligenzperks und dieser Nerdbrille und Zeug, dass man unheimlich schnell Zeug herstellt. Sieht jetzt nach Overkill aus, aber das, was ich hier hergestellt habe, ist Startzeug. Das ist alles kein Problem. Wenn man später dann Beton am Mischen ist und Stahlbetonbauwerke baut und da richtig viel Zeug braucht, wir reden hier von mehreren tausend, und man braucht für 100 Stück vielleicht eine halbe Stunde beim Herstellen, dann lohnt sich das irgendwann schon, dass man sagt, okay, jetzt schneller Sachen herstellen, wäre vielleicht nicht schlecht. Alles in Intelligenz drin. Grease Monkey, da geht es um Fahrzeuge. Die sind relativ neu. Bisher gab es nur das Minibike. Inzwischen gibt es noch ein Fahrrad. Das läuft nicht mit Benzin, sondern mit Muskelkraft. Das heißt Ausdauer. Wenn man schneller treten will, kommt man auch schneller voran. Dann gibt es die Steigerung vom Minibike. Das ist ein richtiges Motorrad.
sieht ein bisschen Mad Max-mäßig aus, ist ziemlich endzeitlich und ja, Intellekt Level 7 kriegt man recht spät. Das Motorrad, Minibike, Fahrrad und so, die haben alle den Vorteil, dass sie im Prinzip Lager dabei haben. Das heißt, man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, hier eigenes Inventar, sondern man kann das dann in seine Fahrzeuge reinpacken. Und das geht so weit, dass man hier einen Geländewagen haben kann. Der hat das größte Inventar, ist auch relativ schnell unterwegs, hat vorne auch so ein Rammschild mit Stacheln und kann die Zombies plattfahren. Level 90 ist allerdings recht spät. Gyrokopter, ab Level 100 dann. Mit dem kann man tatsächlich fliegen, aber ich habe schon gesehen, dass das nicht sonderlich einfach ist. Gibt aber ein paar interessante Möglichkeiten, da dann Basisbau zu betreiben und quasi von einer Basis zur anderen zu fliegen. Allerdings ist das Inventar hier nicht so groß wie zum Beispiel bei dem Geländewagen. Fortgeschrittene Ingenieursgeschichten. Da kann man dann eigene Werkbänke herstellen, Tischsägen, Armbrüste, Kompositbögen, Minenhelme, die haben dann eine Lampe dran, das ist unterirdisch natürlich eine tolle Sache. Grundsätzlich elektrische Geschichten, es gibt Schalter, es gibt Kabel, es gibt alles mögliche. Eine Tischsäge braucht zum Beispiel Strom, Generator kann man herstellen. Das geht so weit, dass man später dann tatsächlich auch Batterien und so ein Zeug herstellen kann. Ich glaube, Solarzellen muss man immer noch finden oder kaufen, kann man noch nicht selbst herstellen. Aber da gibt es auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Zeug. Und hier steckt dann auch drin, dass man Waffen baut. Maschinenpistole, AK, Scharfschützengewehr, die Magnum, hat er schon angesprochen. Etwas leichter ist dann ein kleines Jagdgewehr, eine Pistole, eine Schrotflinte, so ein Zeug. Konnte man früher nicht selbst herstellen, konnte man nur finden oder beim Händler eben kaufen. Und mit den Fähigkeiten hier kann man das selbst herstellen. Und die meisten Spieler werden das hier auf jeden Fall brauchen. Und sei es auch nur wegen der Werkbank. Es sei denn, man verlässt sich total auf Multiplayer und auf andere Spieler oder eben auf Händler, dass man das Zeug irgendwo so findet, dass man es auch benutzen kann. Ja, Science, auch hier bestimmtes Zeug, Chemiestationen, Munition, Dynamit, Military Fiber ist einigermaßen wichtig, damit kann man leichte Rüstung oder Militärrüstung herstellen. Die schwere Rüstung hatte ich ja schon angesprochen. So wie es schwere Rüstung gibt, gibt es auch leichte Rüstung. Das ist dann effektiv, ja, einfache, leichte, schusssichere Westen und ähnliches Zeug, wie man das eben bei Militäreinheiten mal sieht. Arzt, dann kann man eigene Verbände und Zeug herstellen, Erste-Hilfe-Sets, Steroide und so weiter und so fort. Das geht ziemlich weit hoch und man kann wirklich dann der Sanitäter der Truppe sein. Koch der Truppe hatte ich schon mal kurz vorgestellt. Alles, was ich im Moment kann, ist verbranntes Fleisch. Wenn ich dann später bestimmte Nahrungsmittel will, muss ich hier Punkte investieren. Und es geht so weit, dass man hier Grundnahrungsmittel herstellen kann. Das geht aber dann so weit, dass man wirklich richtig gute Rezepte kriegt, die dann quasi Buff-Food sind. Das heißt, man verbessert die Werte einfach nur, weil man das Zeug isst. Richtig gutes Zeug am Ende, da lohnen sich die Punkte auch. Natürlich nicht für jeden Spieler, aber wie gesagt, der Multiplayer-Teil ist in der Alpha 17 viel deutlicher hervorgehoben. Agilität, gehen wir da einmal ganz kurz drüber. Cardio mit mehr Ausdauer habe ich schon erklärt, leichte Rüstung habe ich auch schon gezeigt. Ist, denke ich, relativ verständlich. Man macht mehr Schaden, während man sprintet. Ist, denke ich, nachvollziehbar. Parkour ist eine interessante Fähigkeit. Man kann sich sehr leicht das Bein brechen. Wenn ich jetzt von dem Dach des Hauses irgendwo hinspringe, dann ist quasi garantiert, dass ich eine Menge Schaden nehme und mir ein Bein breche. Und das ist im Prinzip eine Verletzung, die mich langsamer macht. Und dann bin ich leichtere Beute für die Zombies. Mit solchen Geschichten erhöht man die Distanz, die man sicher fallen kann. Und ab einem gewissen Punkt kann man dann auch noch höher springen und bricht sich nie das Bein, weil der Charakter sich abrollen kann. Französische Kampfkunst, das Davonlaufens Parcours, wie man es halt eben kennt. Wenn man quasi als Otter geboren wurde, kann man hier eine ganze Menge mit Wasser machen, dass man da schneller unterwegs ist, dass man länger unter Wasser bleiben kann. Ich habe auch schon interessante Sachen gesehen mit Unterwasserbasen, besonders da die Zombies jetzt mehr können als früher. Früher konnten sie quasi nicht springen, sie konnten auch nicht graben, das können die jetzt alles. Das heißt effektiv, wenn die Zombies wollen, kommen sie praktisch überall hin, wo der Spieler auch hinkommt. Ziemlich fiese Geschichte. Mit Wassermechaniken kann man da noch ein bisschen was machen.
Aber das ist derzeit noch experimentell und dementsprechend, solange das noch der experimentelle Patch ist und noch nicht der stabile Patch, sind die Leute da auch noch nicht so heiß drauf, irgendwelche großen Tipps und Infos zu geben, weil es nächste Woche schon wieder kaputt sein kann. Schleichsystem habe ich mal kurz erklärt. Wenn man sich duckt, hat man hier unten diese gelbe Anzeige. Da kann man, während man schleicht, schneller unterwegs sein, ebenso Ninja-mäßig. Man kann mehr Schaden austeilen, solange die Zombies einen noch nicht entdeckt haben. Funktioniert übrigens auch mit Fernkampfwaffen. Als Scharfschütze vielleicht eine tolle Möglichkeit. Und die große Stärke an dem System ist, dass man einige Skills interessant miteinander verbinden kann. Und sobald man ein paar Level gemacht hat und ein paar Fähigkeiten freigeschalten hat, wird das Spiel auch wieder etwas leichter. Und hier die Geschichte, dass man einfach nicht so leicht entdeckt wird, dass man sich leichter verstecken kann. Hier Überlebensgeschichten, schwere Rüstung habe ich schon mal gezeigt. Dinge, die es einem erlauben, mehr Ressourcen zu kriegen. Wenn man zum Beispiel die Wildsau ausnimmt, kriegt man mehr Leder, mehr Tierfett, mehr Knochen, mehr Fleisch, mehr alles. Immunität gegen Krankheiten, das geht dann so weit, dass man die Chance hat, einmal pro Minute alle Krankheiten abzuschütteln. Da braucht man keine Antibiotika mehr, da kann man sich sehr widerstandsfähig machen. Es gibt hier verschiedene Biome. Es gibt eisig kalte Biome, wo die ganze Zeit Schnee liegt. Es gibt Wüsten und verbrannte Biome, die unheimlich heiß sind. Man kann am Anfang viel mit Kleidung ausgleichen, später dann mit Nahrungsmitteln, bestimmte Tees schützen vor Hitze, schützen vor Kälte. Spieler haben am Anfang so einen Buff. Der hält eigentlich nur noch eine Spielstunde. Und das ist, um es Startspielern leichter zu machen, nicht gleich sofort zu erfrieren oder einen Hitzetod zu sterben, kriegt man hier diesen Welpenschutz, sage ich mal. Aber der wird im Laufe der Zeit einfach nachlassen. Sobald man ein paar Level gemacht hat, ist der dann weg. Da braucht man dann jede Hilfe, die man kriegen kann. Und eine Möglichkeit ist Kleidung, eine andere ist Nahrung, eine dritte ist hier dieser Skill. Einfach verbessern und man hat Schutz vor Hitze und Kälte. Vom Landleben, da kann man dann anfangen, zum Beispiel diese Maiskolben zu ernten. Das werden wir gleich mal mitnehmen. Dann kann man aus den Maiskörnern wieder Maissamen machen und selbst mit der Landwirtschaft anfangen, um dann mittelfristig an eigene Nahrungsmittel zu kommen. Schmerz ignorieren, man kriegt weniger Schaden, wenn die Zombies einen treffen und man hat gewisse Chancen, nicht so leicht betäubt zu werden. Wenn man betäubt wird, wird das Bild quasi schwarz-weiß, man hat einen eingeschränkten Sichtbereich und man bewegt sich sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn man mal gestunt ist, ist die Chance sehr hoch, dass die Zombies einen weiterhin treffen. Eskaliert relativ schnell, weil man dann bei einem weiteren Treffer wahrscheinlich wieder gestunt wird und wieder nicht wegkommt. Und so, das ist eine ziemlich sichere Art und Weise, ins Gras zu beißen. Das hilft einem dabei. Man kriegt viel weniger Schaden. Wenn man später auch noch Rüstung trägt, wird das enorm. Und irgendwann kann man gar nicht mehr gestunt werden. Ist allerdings auch wieder so eine Level 100 Geschichte. Endgame. Recovery. Man kann dafür sorgen, dass man sich quasi selbst heilt. Ein bisschen wie Wolverine. Das geht später dann richtig gut ab. Außerdem erhöht man seine maximale Gesundheit auch. Da gibt es eigentlich, glaube ich, ein Limit. Wenn man Schaden gekriegt hat, reduziert sich quasi die maximale Gesundheit und man kriegt Schaden. Und das wird damit wiederhergestellt. Ihr seht jetzt, ich hätte zum Beispiel maximale... Ich bin jetzt derzeit erholt, ich habe maximale Ausdauer von 85. Ich könnte auf 100 gehen, aber ich habe in letzter Zeit wenig getrunken. Der Charakter ist hungrig und durstig. Und dementsprechend ist das jetzt ein bisschen reduziert. Die Geschichte mit Nahrung und Wasser, das wurde jetzt im letzten Patch ein bisschen zusammengefügt. Früher gab es eine Linie nur für Nahrung und die andere dann nur für Wasser. Das wurde jetzt zusammengelegt, weil die Entwickler eingesehen haben, das sind zu viele Punkte, zu sehr spezialisiert. So braucht man einfach weniger. Hilft einem am Anfang enorm, bis man die Sache mit der Landwirtschaft und so mal ein bisschen auf die Beine gestellt hat. Diese Geschichte, wie man auf Medikamente reagiert und so, gibt es auch. Ihr seht schon, jeder Baum ist an sich schon ziemlich ausgeklügelt und in sich sinnig. Die Geschichte mit der Stärke, da geht es dann hauptsächlich auch um solche Nahkampfgeschichten, dass man weniger Ausdauer verbraucht, wenn man Nahkampfwaffen benutzt, dass man schneller zuschlagen kann mit Nahkampfwaffen.
Hier, dass man sich auf Klingenwaffen spezialisiert, macht viel mehr Schaden und man hat die Chance, Blutungen zu provozieren beim Gegner. Man kann Blutungen dreimal aufeinander stacken und dann macht man richtig viel Schaden. Man lässt die Gegner wirklich ausbluten. Am Anfang braucht man dafür so ein Knochenmesser. Wir haben beim Händler auch schon gesehen, Jagdmesser und Machete. Alles das sind Klingenwaffen. Seit dem letzten Patch ist eine Steinaxt auch eine Klingenwaffe. Und ich glaube, nochmal zwei, drei Sachen standen in den Patch Notes. Also das lohnt sich am Anfang und man kann relativ früh schon anfangen, das zu leveln und gut zu nutzen. Stay Down, das ist die Geschichte mit Keulen, wenn man arbeiten will. Man macht mehr Schaden und man hat die gewisse Chance, mit Kraftangriffen den Gegner wieder zu Boden zu werfen und solche Geschichten. Dann gibt es die großen Waffen wie Vorschlaghammer. Mehr Schaden, Knockdown und so weiter. Kopftreffer werden besonders belohnt. Ich bin mir jetzt eigentlich nicht sicher. Ah, doch hier. Nahkampfwaffen. Funktioniert leider nicht zusammen mit Fernkampfwaffen, aber ist kein großes Problem. Dazu kommen wir gleich nochmal. Auch hier Kraftgeschichte. Wenn man als Bauarbeiter unterwegs ist, hier zum Beispiel, dass man Blockschaden erhöht. Wenn man als Minenarbeiter unterwegs ist, viele Steinblöcke abbauen will oder irgendwelche Holzgeschichten abbauen will, Bäume fällen, erhöht man hier den Blockschaden. Pack Mule, damit schaltet man sein Inventar etwas freier. Ich habe es euch ja gezeigt, hier hat man diese blockierten Felder. Mit Pack Mule schaltet man die nach und nach frei. Und Motherload, da kriegt man einfach mehr Ressourcen aus der Umgebung. Was Ähnliches hatten wir hier weiter vorne schon. Da gab es dann mehr Ressourcen, wenn man Tiere, das war hier, glaube ich, Huntsman. Wenn man Tiere ausnimmt, kriegt man mehr Ressourcen. Und hier kriegt man dann mehr Ressourcen aus der Umgebung. So, letzter Baum. Perception. Hier geht es dann darum, dass man als Fernkämpfer unterwegs ist. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auf Pistolen spezialisieren oder auf Schrotflinten, automatische Waffen wie also leichte Maschinenpistole oder die AK als Sturmgewehr, Deadeye, Jagdgewehr und Scharfschützengewehr. Wenn man mit Bogen, sowohl den Holzbogen als auch der Kompositbogen und Armbrust unterwegs ist, kann man seine Fähigkeiten hier verbessern. In dem Fall schneller zielen, schneller nachladen und so weiter. Feuergeschwindigkeit der automatischen Waffen und Nachladezeit. So gibt es hier eben verschiedene Vorteile. Explosive Waffen sind auch dabei, wie der Raketenwerfer zum Beispiel. Boom Headshot ist eine Fähigkeit. Natürlich, wenn man den Kopf des Zombies trifft, macht man mehr Schaden. Gab es hier auch schon mit Skullcrusher für Nahkampfwaffen. Wäre natürlich schön, wenn man es kombinieren könnte, aber ich glaube, dann platzen Köpfe einfach viel zu schnell. Run and Gun, die Genauigkeit wird verbessert, während man in Bewegung ist. Standardmäßig, wenn man sich bewegt, ist das Zielfenster einfach viel größer. Jetzt stehe ich stabil, jetzt bewege ich mich und ihr seht den Unterschied relativ deutlich. Selbst wenn ich zielen will, gibt es da noch einen Unterschied. Und so läuft es dann eben mit allen Fernkampfwaffen und damit kann ich das beeinflussen. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen gesehen, dass ich unterwegs war und Mülleimer durchsucht habe, Schubladen, hier unten habe ich die Spüle durchsucht und mit Lucky Looter ist man schneller beim Looten. Und wenn wir versteckte Schätze haben, es gibt auch Schatzkarten zu finden und ähnliches, oder der Händler schickt uns los, was auszugraben, dann finden wir das etwas leichter und das Gebiet, das wir durchsuchen müssen, ist deutlich enger zusammen. Und diese Geschichte, wenn wir was mit unserem Schraubenschlüssel zerlegen, da gibt es zum Beispiel immer mal wieder Sachen, hier das Bett zum Beispiel, könnte man mit einem Schraubenschlüssel auseinandernehmen. Da kriegt man dann, was weiß ich, ein paar Metallfedern, einige Metallrohre und so ein Zeug. Es stehen auch immer mal wieder Autos in der Landschaft rum, da kriegt man jede Menge Autoteile und Metall. Und mit dieser Fähigkeit kriegt man da einfach mehr Ressourcen auch wieder raus. Mehr Ressourcen ist ein Thema, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Hier geht es eben darum, Fähigkeiten mit dem Auge, wie man seine Umgebung wahrnimmt. Und da sucht man halt schneller und gründlicher und kriegt daher auch mehr Ressourcen. Also da hat man jede Menge Möglichkeiten, seinen Charakter auszubauen. Während man im Prinzip,
die besten Teile von Minecraft hat und Dinge baut. Man kann fast alles bauen, was man hier sieht. Das hier drüben ist zum Beispiel polierter Stahl. Das ist unheimlich aufwendig. Diese ganzen Blöcke, die man bauen kann, gibt es in verschiedensten Ausführungen. Wir könnten mal zum Beispiel schauen. Machen wir es mit Holz. Das funktioniert auf jeden Fall. Wir sehen hier verschiedene Blöcke und die haben verschiedene Formen, um verschiedene Muster zu ermöglichen. Und das geht bei Holz jetzt noch alles relativ eckig, da geht es um unheimlich viele Schrägen und Halbschrägen und Winkel, um zum Beispiel Dächer richtig machen zu können. Es gibt auch Halbblöcke, Viertelblöcke, Achtelblöcke und habt ihr nicht gesehen, Treppen mit und ohne Geländer. Ausgefüllte Treppen oder eben nicht, dann Fensterrahmen, Tische, Möbel, alles Mögliche. Und mit Beton später gibt es dann eben auch noch verschiedenste Möglichkeiten, um auch Rundungen darzustellen an den Ecken. Diese Rundung an der Ecke seht ihr auch hier vorne, das gibt es auch in Stahl. Dann habt ihr wieder Blöcke, die halbrund sind, um die Ecke damit zu machen und so weiter. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten und man kann fast alles bauen, was man hier findet. Der Kreativität sind also fast keine Grenzen gesetzt. Und das alles in einem Überlebensrahmen mit Zombies und einigermaßen fairen Regeln. Wobei ich sagen muss, dass jetzt zurzeit natürlich erstmal eine große Umgewöhnung stattfindet, weil die Entwickler natürlich den Schwierigkeitsgrad enorm angehoben haben. Da haben wir eine wandernde Horde. Das wäre nicht so toll, wenn die hierher kommen. Okay, dann würde ich sagen, lass es für heute mal gut sein. Wahnsinnig langes Video, viel Blabla, Mund ist auch trocken. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich den Spielstand ein bisschen fortführe. Ich habe ein paar interessante Orte gefunden. Ich denke, da werde ich wieder ein Stück zurückgehen. Das hier bietet sich eigentlich an. Das waren zwei militärische Zeltlager. Das eine als Lazarett, das andere nicht. Da gibt es richtig gute Beute, vielleicht sogar Militärrüstungen zu finden. Einiges an Antibiotika. Das hier war eine sehr hügelige Landschaft, da kann ich mich ein bisschen in den Berg reingraben und eine Mine anfangen. Ich denke, dass ich ein bisschen in dem Bereich hier unterwegs sein werde. Da habe ich auch Wasser in der Nähe, mit den Wäldern habe ich eine Menge Bäume. Hier weiter oben ist eine kleine Stadt, da kann ich plündern und auch ein paar Zombies erledigen. Der Händler ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg, das ist ungefähr eine Tagesreise hin und zurück. Da kann ich mich vielleicht auch noch um ein paar Quests bemühen. Und dann schaue ich einfach mal, dass ich mich vorbereite auf die erste Blutnacht. Und dann zeige ich euch das, was ich innerhalb dieser 7 Ingame-Tage erreichen kann. Nun schauen wir mal, wobei der zweite Tag auch gleich um ist. Es ist schon halb 7 abends. Um 22 Uhr fangen die Zombies das Rennen an. Und in anderthalb Stunden ungefähr schmeißt mich der Händler raus. Das heißt, ich muss mir jetzt mal wieder eine Bleibe für die Nacht suchen, auf dass ich nicht sofort tot umfalle. Der Wolf da drüben macht mir auch nicht unbedingt Mut. Das heißt, ich schleiche mich jetzt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.